Servus miteinander hier aus der Gegend um den Tegernsee. Was mache ich hier? Wieso sitze ich in einem Auto? Gute Frage. Ich habe nach 18 Tagen durchgängiger Arbeit mir gedacht, jetzt muss ich mir mal wieder was gönnen. Und ja, das Wetter passt schon mal. Und ich habe mir gedacht, ich fahre einfach mal Richtung Berge. Erstmal bleibe ich in Bayern drinnen, deshalb bin ich jetzt da zum Tegernsee gefahren, noch ein bisschen weiter fahre ich nach Wilfahrt-Kreuth und bleibe da irgendwo stehen in der wunderschönen Natur dort und übernachte da und fahre vielleicht dann mit dem Radl ein bisschen umeinander. Und wenn es morgen passt, dann fahre ich ins Bundesland Salzburg und da zum Großglockner und übernachte dann da am Fuß von der Großglockner Hochalpenstraße und fahre dann da noch mit dem Radl hoch. Wettertechnisch passt. Genau, das ist so mein Plan fürs Wochenende. Also ein bisschen Vanlife, Hashtag und ein bisschen Radl fahren. Ein bisschen mal was kochen tue ich halt. Und ja, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Eine kleine Ablenkung zu diesem Corona-Scheißdreck da momentan wieder. Und ich denke, hier in meinem Auto bin ich low risk für alle Leute in der Gegend, wo ich hinfahre, und ich werde mich auch nicht anstecken können. Somit denke ich, ist das ein Urlaub, den man durchaus mal machen kann. So, in Wilfahrt-Kreuth auf dem Parkplatz angekommen, mache ich mich erstmal sportfertig. Sportfertig ist gleich ein kleiner Kaffee. Der ist vielleicht gar nicht so klein. Und jetzt schmeiße ich mich dann gleich in Klamotten. Gar nicht zu viele, weil es wird sowieso alles nass. Und dann fahre ich da ein bisschen hinauf. Boah. Ja, wunderschön. Wäre da nicht ein Problem. Ja, was zur Hölle ist da denn passiert? Wieso hampel ich da so rum? Das war jetzt wahrscheinlich dieses berühmte 1 Watt zu viel an Trittkraft, weshalb meine Kurbel den Geist aufgegeben hat. Man sieht sie auf der Innenseite, einen schönen Riss quer drüber. Ich konnte nicht mehr reintreten und ich hatte schon Schiss, dass noch mehr kaputt gegangen ist, weshalb ich dann nur noch linksbeinig nach Hause geradelt bin. Ja gut, dass ich jetzt nicht 100 Kilometer weit gekommen bin bisher, sondern nur 8 Kilometer, sprich ich musste diese 8 Kilometer zurückfahren zum Bus. Und auch wenn es jetzt ein bisschen lustig ausschaut, wie ich da so umeinander wurschtel, hat es mich schon ziemlich geärgert. Zum einen, weil halt jetzt der Plan, da zum Großglockner noch zu fahren und da ein schönes Wochenende zu verbringen, sich in Rauch aufgelöst hat. Ich hatte ja sogar extra einen Laufradsatz mit Spikes dabei, sodass ich theoretisch umsatteln könnte. Also es war alles eigentlich cool durchgeplant. Da hat einfach das Material jetzt mal mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist bisher noch nicht häufig passiert. Jetzt musste es mal passieren.
Zum anderen habe ich natürlich keinen Bock, mir eine neue Kurbel zu kaufen und die ganzen Kohlen da auszugeben, aber hilft jetzt wohl nichts. So, ja, hilft ja nichts. Jetzt ist halt die Radtour vorbei. Mach ich mir jetzt einen Kaffee. Ah, da geht noch was los. Ja, jetzt sitze ich da, mir einen Kaffee gerade gemacht. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich jetzt mache. Es ist jetzt nicht ganz so unkomfortabel, wie wenn ich jetzt nur mit dem Fahrrad unterwegs gewesen wäre, weil dann hätte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit der Bahn nach Hause fahren dürfen oder so. Ja, jetzt so. So ist ganz gut. Habe Heizung hier drin. Passt alles. Was Gescheites zum Fressen habe ich auch. Uppala. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem überlegen, was ich weitermache. Mein Plan war ja, dass das nur die erste Station ist von der ganzen Geschichte. Und dass die zweite Station dann aber der Großglockner ist. Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht hin. Also muss ich das alles, die Kurbel umtauschen lassen. Oder ich kriege ein Leihfahrrad. Das wäre auch geil. Jetzt trinke ich meinen Kaffee. Friss mein Stollen zusammen, ein paar Marzipankartoffeln und überlege, was ich weitermache. Ich könnte natürlich auch nach Hause fahren und mir ein anderes Radl holen, aber da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ich fahre nämlich eigentlich nicht gerne Auto, ja, müsst ihr wissen. Das Ende vom Lied war jetzt dann Ende der Tour. Ich habe weder ein Leihfahrrad bekommen, noch habe ich die Kurbel austauschen lassen. Das lag daran, dass ich mir den Rahmen mal anschauen lassen wollte, weil ich da nochmal so einen Schaden dran hatte, der womöglich aus dem Oman stammt. Damals ist mir das innere Kettenblatt verbogen und dann hat es mir die Kette so dermaßen hat es mir das gegen den Rahmen gedroschen, dass es da so ein bisschen aufgefasert ist an der Stelle. Und naja, das, wenn jetzt schon mal die Kurbel draußen ist, dann mache ich da keine neue rein, bevor der Rahmen nicht gescheit repariert ist. Sprich, das Open ist jetzt erstmal für eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt und ja, ich kann kein Open fahren.